Now that you're in the forest, let's allow the elves to produce the first batch of Glog for us. Wait until they move the barrels, then hit them hard and confiscate the shipment. Only don't disturb the brewmaster or the production will come to a halt. Out of the pit, into a hellhole. Okay, wir müssen Glockfässer abfangen. Gleichzeitig Zutaten sammeln. Sollte machbar sein. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Hier ist schon mal so eine Art Teleporter. Und hier oben wäre das erste Lager, was wir befreien könnten. Truppen sehen alle noch okay aus. Ich krieg zurzeit keine Zusatztruppen, hä? Keine Geschenken. Ah, da kommt eine Magierin mit einem Fass. Sehr schön. Das waren ein paar Gegner. Ah, wieder eine kostenlose Einheit. War da jetzt Gold drin oder war da eine Rune drin? Ne, da war ein Rezeptteil, okay. Was ist denn das hier für ein Ort? Also ein Teleporter ist das schon mal nicht. Heroes are entering your dungeon. Einfallen der Helden. Sehr nett. Oh, und die gehen da lang. Ball machen platt. Und mehr Arbeiter. Oh, sehr schön. Noch mehr Wachtruppen, würde ich sagen. Oh. Squad 2 wird gerade auseinandergenommen. Das ist nicht so schön. Aber wir hätten da eigentlich schon Ersatz für Squad 2. Oh, Squad 2 ist ziemlich zermürbt. Okay. So, Squad 2 mal hier hin. Das war nicht so meine Absicht. Also, sag das mal ein. Death Slayer, get out of the Glog Shop. You being there makes the Brewmaster leave and the production stops. What's the point anyway? Whoa, whoa, whoa. Okay, da sollten wir uns raushalten aus dem Gebiet. Aber die da können wir blitzen. Und hier sind wirklich verdammt viele Elfen.
die wir verkloppen können. So, für den Schreckensfrist gibt nur noch ein Punkt. Oh, hier ist was frei zu hauen und dann können wir da weiter gucken. Okay. Hätte es hier oben auch was zum Freihauen gegeben? Sieht nicht so aus. Hier hätte es nur eine Truhe gegeben. Da könnten wir durch. Ah, da könnten wir weiter. How am I there? Oh, können wir doch nicht freihauen, hä? Ah doch, erst müssen wir hier. Und dann können wir hier freihauen. Können in das Lager einfallen. Ah, und kommen so von hinten an das Zeug. Sehr schön. Ich brauche eine Schatzkammer, fällt mir gerade noch so ein. Also wenigstens eine Schatzkammer. Damit ich das Gold horten kann. So, was finde ich hier drin? Neue Rune. Sehr schön. Du gehst gleich mal trainieren. Ah, hier kann ich hinten rum. Also ja, ich konzentriere mich gerade erstmal drauf, die Zutaten zu sammeln. Und wenn ich unterwegs Leute mit Fässern treffe, hau ich sie um. Ich bin gerade am überlegen, soll ich wirklich zuerst den Schreckensfürsten und dann aussiepen? Oder doch lieber alles rum? Dafür bräuchte ich noch eine kostenlose Einheit. Dann habe ich leider auch fast alle. Second, the beer baron might try to steal our glog recipe and start competing with us. I've marked the location on the world map. So hit him hard and destroy his brewery. Okay, erst den Schreckensfürsten. Welcher Squad sieht denn gerade am besten aus? Der erste. Gut, das heißt, der erste geht auf den Überfall. Wo bist du? Da bist du. Ball geht hier hin. Squad 2 dahin. Squad 3 dahin. Und Essen, Essen. So, das wäre schon mal erledigt. Ich habe hier zwei Truppen. Die kann ich hier mal hinschicken. Oh, du hast noch gar kein Training gehabt. Gut. Warst du der Letzte für die kostenlosen Einheiten? Ja, warst du. Dann zieht mal die Jungs hier ab. Und lass den Arbeiter alleine zurück. So. Aber ich kann noch eine Falle platzieren. Sehr schön. Eine Säurefalle. So. Also an 10 Fallen werde ich wahrscheinlich nicht rankommen hier. Dafür bräuchte ich Stufe 9, ja. Und das dauert noch eine Weile. Jetzt hätte ich gerne erstmal Aushebung als nächstes. Und dafür hoffe ich mal, dass bald wieder Helden in meinen Dungeon kommen. Da ich allerdings genug Geld habe. Oh, wie ist das? Autsch.
Da hätte ich besser aufpassen sollen. Macht nichts. Macht absolut nichts. Dann kriegst du meinen. Kriegst du meinen dicken Prügelknaben von mir. So, und am besten beschwöre ich hier noch einen Taurus. Und hier oben gleich noch einen Priester. So, du gehst erstmal trainieren. Ach, ihr könnt auch trainieren gehen. Du wirst abgegradet. So. Gut, soweit. Und wir sind nämlich auch bald an dem Gold, was wir brauchen. Das ist nur ein bisschen ärgerlich jetzt, dass der Trupp einen Mann verloren hat. Aber das kriegen wir leicht wieder hin. So. Okay. Alle Trupps hier hin. Und dann gucken wir mal hier unten lang, was es hier noch gibt. Außer im Schleichweg. Ob dem sogar was zu moschen gibt. Heroes are entering your dungeon. Ja, Heroes für den Extraktor. Okay, etwas tougher hier uns. Gut, lange gelebt haben sie nicht. Kriegen wir hoffentlich im Extraktor jetzt dann. Kriegen wir einen Punkt durch den Extraktor? Scheinbar leider nicht. Man kriegt also nicht immer Punkte durch den Extraktor. Wahrscheinlich muss man wirklich eine bestimmte Anzahl an Helden extrahieren. Steht da was im Extraktor dabei eigentlich? Schickt Helden mit der Extraktionsmarkierung in den Extraktor und zerkleinert sie für die Sea Points. Mal abwarten. Muss ich wirklich abwarten, oder ich krieg keine mehr zusammen. Das wäre garstig, wenn ich das dann nicht freischalten könnte. Weil ich habe leider sonst nichts mehr, was ich noch großartig machen könnte. Ich habe schon den Dungeon auf Stufe 8. Oh, ich habe eine Falle aufgebraucht. So, platzieren wir da mal eine neue. Wandeln wir Pilze um. Nö, die haben mir leider keinerlei Punkte gebracht. Schade. So. Okay, ich denke mal. Ach, hier ist ein Heldeneingang oder sowas. Ich denke mal. Auf dieser lauschigen Lichtung wird es erstmal wieder Zeit für einen Cut. Also speichere ich. Spielerfolg gespeichert. Und dann sehen wir uns gleich wieder.